Macht ne? Ja. Stup. Und der andere verarscht mich gerade. Nee, doch, nee, nicht. Der ist schon tot. Ich dachte, der verarscht mich und läuft jetzt da rum. Übrigens auch einen kleinen Grafikbug zwischen aufgefallen. Grafikbug. Ja. Als ich nämlich mit dem Sturmgewehr geschossen habe, waren vorne die Flammen, also diese Schussflammen vorne abgehackt. Echt? Ja, das war auch nur einmal kurz durch. Ich weiß nicht warum, aber. So, das waren schon mal zwei Headshots. Ja, wir werden mal sehen, ne? Also das Halo-Feeling, wie gesagt, kommt auf jeden Fall schon mal auf. Das ist richtig Halo wieder. So wie man es kennt und sieht. Was mir aber irgendwie fehlt, dass man immer noch keine Schakalschilde nehmen kann. Ja, aber dafür gibt es ja jetzt diesen anderen Schild hier irgendwie, ne? Der ist, also ich habe den Sinn von dem noch nicht verstanden. Weil ich dachte, man kriegt dadurch keinen Schaden oder so, aber trotzdem sieht das irgendwie, dass sich dahinter dein Schild nicht auflädt, weil das irgendwie doch dein eigenes Schild mit ist und ich sehe noch nicht wirklich. Werden wir noch alles sehen, ne? Das wird ja dann noch alles gezeigt. Keine Ziele, ja, ich hatte keine Munition mehr, Sturmgewehr zu wechseln. Hier, Nadelwerfer kannst du benutzen. Ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, meine Pistole ist leer. Ich dachte, mein Sturmgewehr wäre leer, aber das wäre ja dann sinnfrei gewesen, wenn ich die Pistole gerade ausgewählt habe. Sturmgewehr hat nur. Alter, Munitionsmangel ist ja riesig. Guck dir mal den gleich mal an, den vom Nadelwerfer. Wie weit noch? Die Schussfrequenz von dem. Wir sind fast da. Guck ich mir ja gleich an, aber erstmal muss ich ein Ziel finden. Da hier gleich. Alter, what the fuck? Da ja, kannst du ja nicht mal einzeln Schuss schießen. Joa, also noch schneller ging nicht, glaube ich. Ich glaube, wenn sie es noch schneller hätten machen können, hätten sie es noch schneller gemacht. Boah, höchstwahrscheinlich. Scheiße, Mann, ich will mich die ganze Zeit ducken, indem ich das Ding jetzt drücke hier. Sprint. Ja. Da muss ich noch richtig umgewöhnen. Dran umgewöhnen. Nein. Ah, das ist auch sinnlos. Der Pfeil von der Granate, wenn eine Granate vor mir landet, ist der Pfeil, zeigt der Pfeil nach hinten. Hä? Ja, wenn die ein Stück hinter dir landet, ja, das ist halt von deiner Position ausgehend. Nein, die Granate lag vor mir auf dem Boden und der hat den Pfeil nach hinten gemacht. Schloss total sinnlos. Dabei hat. Das verwirrt aber total. Aua. Aua, 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 aua. Geh weg, geh weg. Down gewesen. Was? Jetzt ist es gut auch, jetzt siehst du neben mir, wenn ich so blinke, wie du gerade blinkst bei mir, wenn dein Schild down ist. Ja, stimmt. Das siehst du auch im Multiplayer, also bei deinem Partner. Moment, was sieht man? Bei deinem Partner, wenn ich so blinke vom Namen her. Ach, das meinst du. Voll gut eigentlich. Vorsicht, Granate hinter dir. Überbewertet. Wow. Ah. Ja, weg. Tot. Ich lebe wieder. Okay. Und meine Leben sind gerade ziemlich down. Alter, wie lange braucht der? Was ist das für einer? Das ist ein etwas stärkerer. Du bist schon wieder tot, oder? Ja. So wie es aussieht, ist ein Ultra. Aber das ist Ultra, Ultra. Der ist so ultra, der wird uns voll in den Arsch ficken. Ich geh mal nach hinten, ja. Ich geh mal hinter den. Und hafte dem mal eine Plasmagranate an. Lenk den mal so ein bisschen ab. Nein! Nein! Gut, dass du ihn gerade ablenkst. Gut, dass ich gerade Granatenfeuer. Typ ist tot. Da ist noch ja, einer. Das ist jetzt, der ein. Scheiße, wie ist das Ding? Erstörungsgewehr. Aua. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich vergesse mal, dass man jetzt sprinten kann mit dem Master Chief. Ist er tot? Ja, hab ich ihn gekillt. Im Rückwärtsgang mit der Pistole. Alter, wir können hier richtig taktisch jetzt endlich mal arbeiten, was vorher bei Halo irgendwie nie der Fall war. Das hat früher nie funktioniert, weil man einfach reingerannt ist immer. Mhm. Und jetzt müssen wir sogar so richtig taktisch arbeiten irgendwie. Voll krass. Aber das Spiel gefällt mir jetzt schon richtig gut, also. Ja, aber das Gute ist, wir müssen diesmal keine Schädel sammeln. Ja. Na, das heißt gut. Aber trotzdem andere Terminals, die wir vielleicht im Nachhinein nochmal zeigen werden. Wenn dazu irgendwie ein Guide offen ist und wir durch Zufall welche finden. Ja. Weil die meisten, also ich habe noch kein einziges gefunden, habe die ersten beiden Level gespielt und habe mich auch halbwegs umgeguckt. Oh, hier liegt eine Waffe. Habe ich verpasst, dass wir einen. Das Kampfgewehr. Ja, ja. Immer der Reihe nach. Hast du gehört? Hä? Oh, Verzeihung. Habe ich verpasst, dass wir um einen Blutsväterplaneten kreisen. Einfach so ganz stumpf, Cortana. Stup! Ich liebe diesen Schädel einfach, das ist unglaublich. So. Okay, der war glaube ich schon tot. Warte auf mich! Mr. 0974, ich müsste was beim nächsten Mal ändern. Omega für Omega Beat. Warum? Hä, warum Omega? Das heißt nicht so auf Steam? Doch nicht, ich heiße Omega Beat auf Steam.
Ja, aber warum dann 0974? Das O, das ist ein O. Und die Zahlen einfach random. Weil ich sie damals auch immer hatte. Weißt du, wie ich mich dann, glaube ich, bald nenne? V-A-L-P. Hahaha. V-A? Wieso A? Wegen Vane. Das ist doch doof. Nenne ich lieber, Vane. Oder VLP7. Chief, Sie müssen die Wieso 7? Keine Ahnung. Was ein Scheiß Scharfschütze. Gott, pass auf, du hast ein Kampfgewehr, kann meine Scharfschützen. Links. Ich sehe den da. Da. Zwei Stück sogar. So, der erste ist down. Munition, Feuerwehr. Das Gute ist, du lässt der. Wo ist der? Wo ist der Scharfschütze? Da oben ist der. Was gehört? So, der ist tot, okay. Zwei Scharfschützen habe ich besiegt, aber ich weiß nicht, ob das alle waren. Ja, das müssen nicht alle gewesen sein. Jaja, man hört nicht mehr auf zu zielen. Das, was mich bei Halo Reach und bei allen anderen Halos einfach so aufgeregt hat, ne? Wo ich immer wieder richtig abgefuckt war, ist jetzt endlich nicht mehr der Fall. Oh, ich zeige mal Skill, das ist unglaublich. Wie kommen wir denn da rein eigentlich? Wir müssen uns hier hochkämpfen. Hier hoch? Generell, ja, wir müssen nicht. Es gibt hier den Aufweg rechts hoch. Geh mal weg. Geh mal weg, ist gut. Scheiße, ich dachte jetzt, die Granate fliegt so voll weit, weil wegen schwerelos und so, aber Arschlecken. Rot. Du bist wieder da, oder? Nee, noch nicht. Wegen Feinden in der Nähe. Jetzt bin ich da. Ey, ich hab Kampfgewehr. Oh, ich baue ein Kampfgewehr, wie geil. Wie geil. Mir ist jetzt auch mal endlich, dass ich endlich mal im selben Level die Waffen immer ändern im Spawn. Sonst waren es immer dieselben. Sonst war es immer irgendwelche Alien-Waffen, warum auch immer, ne? So. Ja, wie gesagt, also alleine legendär halte ich für mich selber immer noch für unmöglich. Also nicht für andere. Andere schaffen das locker, ich schaff das aber nicht. Und deswegen hole ich mir halt immer Beo zur Verstärkung dabei. Jo. So, alles klar. Ich hab zwar kaum noch Munition fürs Kampfgewehr. Jo, ich auch. Aber ja, warte mal, meine Muni hab ich hier. Dann komm mal zurück. Okay. Perfekt. Dankeschön. Das war auch nicht mehr sehr viel gewesen, ne? Jetzt hier hoch. Immerhin. Oh. Was ist das denn? Das ist eine Elite. Das ist ein sehr gelenkiger Elite, kann das sein? Ja, die... Hey, da fliegt ein Nadelwerfer! Oh, von hinten. Von hinten, von hinten, von vorne, von überall. Hilfe, ich bin tot. Ja, ich auch. Er ist ein Ranger, wenn ich mich nicht täusche, von der Rüstung her. Oh. Ja, unfair gesetzter Spawn, aber... Ja, wir hatten bisher nicht alle Gegner weggeräumt. Die, setzen sich immer nur um alle Gegner weggeräumt. Verzeihung, habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Der Spruch ist geil, echt. Aber die neue Stimme von John ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Joa, es geht. Ich habe nichts dagegen, ehrlich zu sein. Ich habe auch nichts dagegen, aber ich fand den alten John halt irgendwie eingängiger. Hat sich einfach dran gewöhnt. Richtig, deswegen ja. Ich hab im ersten Teil immer gedacht, dass John keine Stimme hat, weil ich die Cutscenes immer übersprungen habe. Und ich wurde gerade vom Scharfschützen gelegt übrigens, ne? Ich lebe wieder. Ja, ich bin gerade am gucken, da hinten ist der, ich sehe den, aber ich muss den auch erstmal. So, ich glaube, ein Scharfschütze ist tot, bin mir nicht sicher, aber der müsste eigentlich tot sein. Gucken. Ein Scharfschütze ist tot, okay. Alles klar. Der andere. Wo wartet der? Boah, die verteilen sich hier richtig, das ist richtig krass. Da ist er. Kam da gerade einfach mal so ein Grunt angeflogen. Party! Komm schon! Ich glaube, ich hab ihn. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt hab ich ihn. Der zweite Scharfschütze ist auch down. Weißt du, ob es noch Jäger gibt? Oder ob es, wann es die Jäger hier als erstes Mal wieder gibt? Ja, Jäger gibt es auf jeden Fall wieder. Aber wann? Ja, weiß ich, wann es gibt. Heißt, ja, weiß nicht ich. Nicht spoilern, aber du weißt, dass es hier ab wann es die gibt. Ja. Ich freue mich schon, wenn man auf diesem Dschungelplaneten da ist, den man in einem der Trailer schon gesehen hat. Dieser komische Planet da, wo dann das erste Mal die, waren das die Blutsväter? Die Raketensteuerung finden. Ja, chill mal. Ruhig bleiben. Bleib mal cremig, Cortana. Oh. Ja, das war die Blutsväter. So, der ist tot. Fuck, ich habe keine Munition mehr für mein Kampfgewehr.
Ich glaube, wir werden hier ziemlich oft davon Gebrauch machen, dass du mich tötest, um Munition zu bekommen, oder ich dich töte, um Munition zu bekommen. Weil es sonst einfach ziemlich krass ist, ne? Mhm. Na komm. Das Schlimme ist auch bei diesem Abteil gerade, die Waffen fliegen einfach weg. Ja. Man muss halt das, was man irgendwie gerade so auf einen zufliegt, was man ergattern kann, direkt schnappen am besten, ne? Ja. Alter, fick dich, Mann. Du Wichser. Halt mir den mal vom Leib hier. Den da oben, den Grunt. Ich bin tot. Was? Ja, ich war gerade vom Grunt da oben, vom Schakal, der genau unter dir steht, im Nadelwerfer. Puh. Meine Leiche fliegt weg. Bist du da? Nee, ne? Nö. Doch jetzt. Meine Leiche fliegt auch weg. Wo ist deine Leiche? Ha! Ich will das Gewehr, ich will die Munition! Nein, flieg doch nicht weg! Alter, richtig geil, ohne Witz. Gefällt mir. Er liegt auch noch Sturmgewehr Muni. Da zumindest gerade drin auf dem Boden. Ich will hier hoch! Da! Fick dich! Ich hab gesagt, fick dich! Okay, der ist weg. Die haben uns jetzt mal überrascht. Wer? Die Typen hier, die hinter uns. Hier sind hinter uns Typen? Du hast sie auch getötet, die meine ich. Ey, ach so. Ich hab diesen Gewehr. Geil. Oh! Ja, geil. Das Ding, die hat gar keine Munition. Ist ja perfekt. Scheiße, Mann. Ich finde hier keine Waffe gerade. Willst du einen Scharfschützengewehr haben? Nee, danke. Behalt du das mal. Du bist da, glaube ich, besser. Du bist da, glaube ich, besser bestückt als ich. Also an Skills, meine ich jetzt. Da ist die Abschussstation. Warte, auf mich. Ich muss das aktivieren. Nee, ich muss das machen. Die sind Allianz-Karabiner, ne? Abschuss eingeleitet. Wo? Er schwebt in mir. Ich fühle mich dankeschön. So schmutzig. Bis an. Die Rakete braucht eine freie Schussbahn. Oh Gott. Gehen Sie runter. Nein, ich will nicht. Ich dachte, ich einfach übersprungen. Da bin ich aber, da war mein erster Tod. Normal. Warum? Weil ich einfach durchgerannt bin und keinen gekillt hab. Müssten wir eigentlich mal probieren, ne? Das zu schaffen, oder? Ja. Oder kann man das nicht schaffen? Klar kann man schaffen, das sind nur diese zwei Schiffe da. Die will ich absetzen. Ich hänge hier gerade irgendwie im Dunkeln. Ich tappe im Dunkeln. Oh, kein Fallschaden. Ein Schuss habe ich noch insgesamt. Fuck, meine Hand ist eingeschlafen. Ah, nein! Naja, ist zum Glück nur die Laufhand. Hab ihn. Das sehen wir jetzt umfallen übrigens. Die taumeln ab und zu noch hin und her. So. Was, wo ist der? Hinter dir. Da hinten. Was, hinter mir? Bist du tot oder was? Nee, ich lebe noch. Okay. Immerhin, bisher nur ein Tod zu verzeichnen. Oh, Kacke. Da ist ja noch einer. Hüpf. Nein, Moment, zwei Doppeltode zu verzeichnen, ne? Einer, zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe jetzt schon aufgehört zu zählen. Kein gutes Zeichen. Alter, wie schnell der Schild runtergeht, ne? Was? Hast du eine Allianzwaffe? Ja. Dann ja sowieso. Warum? Weil die Allianzwaffen stark gegen Schilde. Hier, komm her. Nein, ich meine, der schießt auf mich und mein Schild geht übelst schnell runter. So, ja, klar. Ach so, da muss ich hin. Ja, den. Hättest du mir ja mal sagen können. Jetzt wird übrigens, glaube ich, nicht dran. Nein, jetzt kommt man doch kommen kann. Aber. Hat eigentlich Martin O'Donnell wieder die Musik gemacht? Ja, glaube ich schon. Hoffen wir mal. Wenn die Mission sich unterscheidet, die ist jetzt nicht mehr ganz so kirchlich, würde ich sagen. Ja. Wir wurden nicht von der Allianz gescannt. Kümmern wir uns jetzt um den riesigen Metallplaneten? Wohin? Wir werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Beeilen wir uns. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Nein, ich will nicht zerrissen werden.
Also woran du meinst, ich kann mal hier stehen, ne? Warum? Keine Ahnung, einfach mal so. Okay. Ich will nicht zerrissen werden. Nein. Man hat auch nicht unendlich Sprint übrigens. Ach wirklich? Hätte ich ja nie mitgerechnet. Nö, ich meine nur, weil ich hab hier einfach gedacht. Bist du hinter mir gespawnt? Nö, noch nicht. Komm rein! Die öffnet sich nicht, das dauert eine Weile. Ja, die öffnet sich nicht, weil du draußen standst und die nicht zuging. Dummkopf, Alter. Ich hasse dich. Ey, ich hasse dich voll, ey. Ich will hier weg. Fuck, in welche Richtung? Hier lang. Eindeutig hier lang. Nein. Hopp. Mann, den wollte ich gerade. Wollte ich gerade noch was. What the fuck? Alter! Was passiert hier? Das Teil wird eingesaugt. Wir sind fast da! Welche Richtung? Hier lang! Ah! Ja! Ich schaffe es! Oder auch nicht. Oder auch doch. Oder auch nicht. Doch, ich schaffe es. Nein, doch nicht. Doch. Nein. Was muss ich tun? Sind im Gravitationstrichter gefangen. Wir können übrigens, also ich mute mich ja das mal, weil ja, das ist einfach nur eine Katzin jetzt alles. Ach so. Ja, guck mal, ich flieg da vor und jetzt mal runter, okay. Halo 4. Doch mit Ladebildschirm. Das war die erste Mission. Ja gut. Dann verabschieden wir uns für diesen Part. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Halo 4. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.